herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lecker Schmecker Küchenfee. Schön, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt, in meine kleine, aber feine Küche. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Juja. Ich backe, koche und kreiere hier neue Rezepte oder probiere auch Rezepte aus, die ich mal irgendwo gesehen, gelesen, aufgeschnappt habe und die mich interessieren. Ihr seht hier schon so ein bisschen aufgebaut, jede Menge Zutaten. Ich erzähle euch auch gleich, worum es gehen soll, nämlich ich backe ja zurzeit jede Menge Christstollen, die man bei mir bestellen kann. Und ich habe letztes Jahr für einen lieben Freund, den Thomas, liebe Grüße an dieser Stelle, einen Matcha-Stollen gemacht. Für alle, die nicht wissen, was Matcha ist, ich zeige euch das ganz kurz. So rum, in so kleinen süßen Dosen. Ich komme ein Stückchen ran zu euch. Und den kann man trinken in einer traditionellen Teezeremonie oder wie ich das gerne mache, in einem Shake mit Hafermilch aufgeschlagen. Aber Matcha kann noch viel mehr, nämlich man kann kochen und backen damit. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ein veganisierter Dresdner Christstollen mit Matcha aussehen kann. Wie er schmecken kann, kann ich euch leider nicht zeigen. Das müsst ihr selber ausprobieren, aber ich zeige euch zumindest mal, wie es geht. Jetzt nehme ich euch mal hier mit ran, damit ihr seht, was es ist alles. Wir haben hier in der Schale Rumrosinen, die werden über Nacht schon eingelegt. Geht natürlich auch ohne Rum. Mehl, ganz klar. Hier hinten klein gehackte Mandeln. Daneben seht ihr Agavendicksaft, Sojamilch, Matcha-Pulver. Hier haben wir Margarine, also in dem Fall Alsan. Zitronat. Ich weiß, Zitronat ist ein Streitthema, aber in einen Dresdner Stollen kommt für mich Zitronat rein. Kann man aber auch gerne weglassen. So, und dann versuchen wir mal diese kleinen Löffelchen hier. Der erste, der hier, das ist Zitronensaft. Daneben, unschwer zu erkennen, Hefe. Daneben geriebene Muskatnuss. Und auf diesem, man sieht es kaum, eine Prise Salz. Dann brauchen wir zwei Töpfe und eine Schüssel dafür. Ich stelle es jetzt erstmal zurück und erzähle euch, was wir mit den ganzen Sachen jetzt machen. Also Stollenbacken ist keine leichte und schnelle Angelegenheit. Leicht ist sie schon, aber nicht schnell. Wer Stollenbacken will, braucht sehr, sehr viel Zeit. Als erstes wird die Hefe in diesem Falle mit der Milch zusammen erhitzt, also am besten ein bisschen lauwarme Milch nehmen, Hefe klein machen, rein. Ich mache immer noch einen Schuss Agave dazu, weil dann geht der Hefeteig wunderbar auf und man hat keine Probleme, dass er klein und kompakt bleibt. Genau, dann muss das Ganze ein paar Minuten gehen und wir vermischen es dann im Anschluss mit dem Mehl in einer schön großen Schüssel und dann muss das Ganze schon die erste halbe Stunde gehen und danach sehen wir uns hier wieder. So, jetzt geht es weiter. Ich nehme euch mal mit in den Topf. Das ist die Hefe. Und diese Hefe nehmen wir mit. Ihr wolltet ja immer mehr sehen, was auf meiner Arbeitsfläche passiert. Hier ist das Mehl. Und die Hefe. Platsch, einfach dazu. Da seht ihr, wie gut die Hefe nämlich gehen kann, wenn man da einfach ein bisschen Agave reintut. Aus diesem Mehl-Hefe-Gemisch machen wir den Vorteig. Das wird jetzt einfach nur kurz miteinander vermengt und dann wieder 30 Minuten in einer schönen warmen Küche am besten stehen gelassen. Und dann ja, kommen die nächsten Zutaten dazu. So, hier jetzt mal noch ein Blick in die Schüssel. Das ist der Vorteig. Ich habe die Margarine jetzt schon ein bisschen erhitzt und flüssig gemacht. Dann brauchen wir jetzt wirklich den Agavendicksaft, den Matcha. Zitronensaft, auch Muskatnuss und das Salz. Und das wird jetzt alles in dieser Schüssel vermengt. Und hinterher, wenn das alles vermengt ist, wird der Teig geschlagen. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. So, wenn der Teig dann richtig schön griffig ist, ist er in dem Fall, ihr seht diesen grünen Bollen, nehmt ihr euch immer kleine Stücke ab davon. So schön eine Handvoll. Und dann wird es immer einfach kräftig auf die Platte geschlagen, circa 30 Mal, dass der Teig richtig schön weich und geschmeidig wird. Und wenn ihr, jetzt wäre fast runtergefallen, dann so einen schönen grünen Teigbollen habt, seid ihr schon ziemlich weit vorangekommen und habt es auch bald geschafft.
breiten den ein bisschen aus. Ich zeige es euch, weil ihr könnt nicht ganz auf meine Arbeitsfläche schauen. Dann kommen die gehackten Mandeln und auch das Zitronat einfach drauf. Verknetet ihn nochmal miteinander, dass es richtig schön in den Teig reingeht. Und dann geht der Gute wieder eine halbe Stunde. Dann einfach schön kompakt die Mandeln und das Zitronat ist jetzt hier mit drin. Ich lasse es hier einfach auf meiner Arbeitsfläche, weil hier in der Küche ist es bei mir gerade ziemlich warm, weil ich schon eine ganze Weile backe. Und ja, als nächstes kommt dann schon der vorletzte Schritt und welcher das sein wird, zeige ich euch gleich. So, und es geht weiter. Er ist jetzt schon ein bisschen gegangen. Nicht wundern, der geht nicht ganz so gut wie normaler Hefeteig. Das ist der Matcha, der den einfach ein bisschen schwer macht, ist aber nicht schlimm. Ich drücke ihn jetzt eh wieder platt und dadurch passiert da nichts weiter. Also einmal wieder schön platt drücken, die Rosinen einfach nur noch drauf und ein bisschen mit reinkneten. Dann wieder schön zu einem ganzen Teigklumpen zusammenformen und dann geht er die letzte halbe Stunde. Dann wieder klein und kompakt und so kann er jetzt noch mal eine halbe Stunde gehen, bevor er dann in den Ofen kommt endlich. Den Ofen könnt ihr dann schon mal so in den letzten 5 bis 10 Minuten vorheizen. Der Stollen backt ca. 40 Minuten bei Ober-Unterhitze und 170 Grad. Wichtig ist, dass ihr unten in den Ofen irgendeine hitzebeständige Schale reintut mit ein bisschen Wasser, weil sonst wird der Stollen arg trocken und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja einen schönen saftigen Stollen haben. Heißt dann einfach, wenn der jetzt die halbe Stunde durchgegangen ist, schneidet ihr nochmal, wie bei einem Brot auch, schön längs eine Falte rein mit dem Messer, damit er ein bisschen weiter aufgehen kann dann beim Backen. Und ich hole euch dann gleich wieder mit dazu, wenn er fertig gebacken ist. Also sprich so in 1,5 Stunden. Und für euch werden es nur ein paar Sekunden sein. So, und so sieht jetzt der fertige Stollen aus. Der hat jetzt schön gebacken. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Alsan. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen hier im Topf. Einen Pinsel zum Einstreichen und in dem Fall, der ist ja mit Agave gesüßt. Es gibt in der Zwischenzeit Agavenzucker. Wenn man den durch ein Sieb durchdrückt sozusagen, jetzt fehlt mir gerade das Wort, hat man dann einen ganz feinen Puderzucker drauf. Das machen wir jetzt noch schnell und dann ist er nämlich fertig. Also einfach die Margarine drüber streichen, hinterher noch ein bisschen einzuckern. Und dann kann der Stollen ruhen. Der sollte nach Möglichkeit mindestens 4 Wochen ruhen. Gerne auch länger, weil dann reift er richtig schön durch. Man kann ihn, wie der liebe Thomas das vermutlich wieder machen wird, natürlich auch schon vorher essen. Er ist jetzt auch schon sehr lecker. Aber so das richtig gute Aroma kriegt er eigentlich wirklich erst so nach 4 bis 6 Wochen. So, und dann einfach durch Sieb durchdrücken und dann kann man den noch richtig schön einzuckern, auch mit Agave. Wenn ihr einen anderen Zucker nehmen wollt, es gibt so Kaffeemahlmühlen, mit denen könnt ihr jedes Süßungsmittel in Puderzucker verwandeln. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, weil dann muss es nicht immer herkömmlicher, heller Zucker sein. Und es ist auch ein bisschen billiger, sich den Puderzucker selber herzustellen, als wenn man jetzt zum Beispiel vom Hochrohrzucker Puderzucker kaufen würde. Tada! Winter Wonderland. So, das war's dann jetzt wieder mit meinem kleinen, aber feinen Matcha-Stollen-Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer mich noch nicht abonniert hat, natürlich noch ganz schnell nachholen. Gerne auch bei Facebook oder Twitter. Wer noch Fragen hat, hier unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alles mit Mengenangaben, wie lange und warum und weshalb. Ansonsten Lob, Kritik, alles nur her damit. Ich freue mich darüber, weil dann sehe ich auch, dass ihr meine Videos aufmerksam schaut. Und sonst verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Lieber Thomas, der Stollen geht jetzt auf dem Weg zu dir nach Hamburg. Und ja, alle anderen, wir sehen uns hier ganz bald wieder. Tschüss, eure Küchenfee.